Hallo lieber Krebs und willkommen zu deiner Tarot-Botschaft, deiner Tarot-Legung für die zweite Monatshälfte im November, also für den Zeitraum vom 16. bis 30.11.2023. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot und wie immer ist das eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe, die natürlich auch nicht für jeden passt. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen. Und den Rest, den lass beiseite. Und ich habe hier das Lama für dich gezogen. Und hier geht es um Verbundenheit, Freundlichkeit und das Thema Sorgen ist auch noch angesprochen. Und die Botschaft des Lamas ist immer, dass wenn man dankbar und freundlich ist, dass man dann das erreichen kann, was man möchte. Und es sagt, mache dir im Moment nicht zu viele Sorgen, hilf anderen, aber vergiss auch dich selbst nicht darüber. Und ja, dass du nicht verpflichtet bist, die Probleme der Menschen um dich herum zu lösen. Und damit bringt das Lama eine ganz wichtige Botschaft, die für den Krebs gerade sehr präsent ist, vor allem auch im Hinblick auf das neue Jahr. Und es kann dir eine tiefe Chance der Erfüllung bringen, dieses Lama. Ja, und ich habe generell das Gefühl, dass für den Krebs die Energien gerade sehr viel besser werden. Also auch schon in den, ja, in den letzten Legungen waren die Krebsenergien super gut und auch im Hinblick auf das neue Jahr sind die Krebsenergien gut. Eben immer mit dem Hinweis darauf, dass der Krebs sich nicht zu sehr um andere kümmern soll, sondern wirklich auch seine Kraft in sich selbst investieren darf. Und darin liegt vor allem auch 2024 dann der Schlüssel zum Erfolg. Und die Mondkarten sagen, glaube an das Unmögliche. Ja, wir schauen weiter in die Tarotkarten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung. Die zweite, der Rat der geistigen Welt. Und die dritte, ein mögliches Ergebnis, das mit deinem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Wir haben hier das Ass der Stäbe, eine sehr hohe Energiekarte. Ja, auch eine Karte der Inspiration. Ja, wir haben hier die drei der Münzen, die Arbeit. Und die Prinzessin der Schwerter. Na, das ist hier für den Krebs eine sehr gute Karte, weil das eine Karte ist, die zeigt, dass einfach auch so diese grundlegende Bereitschaft da ist, die Dinge aus dem Leben zu entfernen, die dich immer wieder runterziehen, ja, die dir immer wieder Kraft kosten, die dich vielleicht auch immer wieder Geld kosten. Es geht um deine Ideen, ja. Die Mondkarten sagen, glaube an das Unmögliche. Und das Lama sagt, wenn du ein freundlicher, positiver Mensch bist, ja, dann manifestieren sich die Dinge, die du dir wünschst. Ja, wenn du ein positiver Mensch bist, wird sich Positives manifestieren. Und wir haben hier den Ritter der Stäbe. Und was ich im Krebs auch immer ein bisschen gesehen habe, ist, dass einfach sehr große Hindernisse auf einmal klein werden, dass Dinge, die nie funktionieren wollten, auf einmal anfangen zu laufen. Ja, und so sehen wir das auch hier auf der Karte des Ritters der Stäbe, dass hier die größten Hindernisse klein werden. Ja, er springt ja quasi über die Pyramiden und die Pyramiden sind sehr hoch und auch sehr alt. Von dem her, das Ass der Stäbe ist immer die höchste Energiekarte der kleinen Arkana im Tarot. Noch eine höhere Energie haben wir nur in der Sonne, ja, der höchsten Energiekarte der großen Arkana. Und von dem her, du hast hier sehr viel Licht bei dir, sehr viel Kraft bei dir in dieser zweiten Monatshälfte im November. Und was die geistige Welt hier eben einfach auch sagt, ist, dass sie sehen können, dass sehr viel in dir arbeitet. Ja, das sind bestimmte Gedanken. Und diese Gedanken, die erwecken bestimmte Gefühle. Und dieses Denken und Fühlen ist miteinander verbunden. Ja, und wir können ja hier gar nichts sehen. Sind das Wolken? Sind das Wellen? Ja, die Wolken sind die Gedanken, die Wellen sind die Gefühle. Und es ist beides miteinander verschmolzen. Und indem du das aber einfach zulässt und diesen Prozess gestattest,
sich zu vollziehen, ja? Insofern entsteht in dir hier Klarheit und aus dieser Klarheit heraus sehe ich dich hier handeln. Wir haben hier den Ritter der Münzen, ja? Das heißt, das Ganze geht auch wirklich auf eine materielle Ebene, ja? Also ich merke beim Krebs wirklich auch so diese Notwendigkeit zu sagen, dass es einfach notwendig ist, ja, dass man mal auf den grünen Zweig kommt oder sich nicht weiter die Butter vom Brot nehmen lässt oder wie man das eben so schön sagt. Das ist das, was dich hier auch beschäftigt. Ja, die Ideen, die du hast, sind gut. Und es geht eben darum, dass du wirklich hier dauerhaft finanziell Boden unter den Füßen bekommst. Ja, dass einfach deine Zeit dir gehört, dein Geld dir gehört, deine Nerven dir gehören. Ja, und dass das Ganze eben nicht immer rausgeht in Menschen und in Situationen, die quasi Fässer ohne Boden sind, ja. Und das ist das, was ich hier sehe in der Prinzessin der Schwerter, die sich eben Kraft ihres Verstandes befreit und eben weiß, das und das kann ich so nicht mehr machen, weil ich selbst bleib dabei auf der Strecke. Ja, und du kannst das Unmögliche schaffen, wenn du die Energien, die dadurch freigesetzt werden, das ist das hier, wenn du das eben in deine Wünsche und Träume hineinsteckst, anstatt es immer wieder auf Menschen zu verwenden, die eben ja Fässer ohne Boden sind. Ich sage immer, es gibt Menschen, denen kann man helfen, denen gibt man kleine Impulse und das hilft denen unglaublich, dass sie einen großen Sprung nach vorne machen können. Und die wissen das dann auch zu schätzen und geben einem das zurück. Und dann gibt es eben diese Fässer ohne Boden. Und Krebse haben normalerweise viele Menschen in ihrem Leben, die Fässer ohne Boden sind. Ja, weil der Krebs ist einfach so ein herzoffener, mitfühlender Mensch. Ja. Und wenn dann noch im Horoskop irgendwas anderes mit bei ist, was sehr, sehr stark ist, wie zum Beispiel ein Löwe oder ein Stier, ja, dann ist das eben eine sehr starke und mitfühlende Mischung, ja, die eben dazu tendiert, die Kraft an andere abzugeben. Und das ist eben das, was du nicht mehr machen sollst. Das heißt nicht, dass du gar nicht mehr für andere da sein sollst, aber finde die Punkte in deinem Leben, wo die Energie immer und immer wieder versiegt. Und vielleicht fühlst du dich in einem Moment alleine, aber es ist auch noch ganz viel übrig, ja. Und das, was sich hier vorne manifestiert, wenn du deine Kraft in dich selbst reinsteckst, das wird ganz wunderbar sein. Ich habe hier den Rodokruz sieht und er sagt: Erinnere dich an deinen Wert. Erinnere dich stets an deinen Wert, egal was es ist, was du tust, in dieser zweiten Monatshälfte im November und auch im kommenden Jahr. Und das ist aktuell so, dass die Energien von 2024, die werden im Dezember schon sehr prägnant sein, sehr deutlich wahrnehmbar sein. Ja, und wenn dich diese Themen interessieren, dann schau doch einfach mal in die Videos für 2024 hinein, die ich schon auf meinem YouTube-Kanal online gestellt habe. Ja, lieber Krebs, soweit dein Blick in die Karten für die zweite Monatshälfte im November. Ich hoffe, die Karten waren dir hilfreich und konnten dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like. Und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe. Und hier siehst du noch ein Beispiel für eine Jahreslegung, die über 12 Monate geht, die ich nur persönlich aufnehme als Video zum Download für das neue Jahr. Und diese Legung, die geht immer von Januar bis Dezember und zeigt eben in verschiedenen Bereichen an, was wirklich wichtig ist zu sehen. Und falls dich das interessiert, falls du Interesse hast, so ein Video für das kommende Jahr zum Download zu bekommen, findest du alle Infos dazu auf meiner Website www.sonne-sand-meer-tarot.de und den Link dazu findest du ebenfalls unter dem Video. Alles Liebe!